vieles anders. Leider müssen wir auf dieses traditionelle Fest, wie auf viele andere Feste wahrscheinlich auch, verzichten. Aber Jammern war noch nie unser Thema. Und auch der TV Weibstadt steckt den Kopf nicht in den Sand. Nicht verzagen, feiert zu Hause ordentlich mit, verliert euren Humor nicht, bleibt gesund, bis wir uns auch real und nicht nur digital wieder sehen können und miteinander feiern können. Tschüss, bis dahin. Oh, das Corona-konforme Käsekuchenfest kann beginnen. Hier vor der Stadthalle in Weibstadt zum Kerbeabschluss Dienstag. Ja, von meiner Seite auch vielen Dank für die super tolle Aktionen. Wenn wir euch nächstes Jahr sehen, feiern wir wieder Kerbe richtig. Okay, und jetzt geht's los. Achtung! 1, 2, 3, 4! Thank you.
Christen.